Leid und Jasmin liegt in der Luft. Sprung vom Süden in Norden. Norwegen steht nun bei uns auf dem Programm. Da gibt es zwei junge Sängerinnen, Benedikte Adrian und Ingrid Björnhoff. Sie nennen sich Dolly de la Lux und sie singen von einem Morgen, an dem man glauben soll. Ein Lied mit ein bisschen Hoffnung, aber auch ein Schlager. Die beiden können da nicht viel mehr, wie sie jetzt vorführen dürfen. Sie haben in einer kleinen...